Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die LPG Schwarze Pumpe an, 1989. Version 1.0, beziehungsweise wenn man es genauer nehmen will, Version 22.1.0.1. Aber gut, wir halten es mal weg der Übersicht. 1.0, das Ganze kommt vom Modder Tom alias Landei 68. Gibt es nur für PC und Mac? Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, einfach runterladen und Spaß haben. Nun, für alle, die die Legend ein bisschen länger spielen und so ein bisschen auf Ostalgie stehen, werden die Schwarze Pumpe in dem Falle kennen. Das ist eine von, muss man ja sagen, leider nur sehr wenigen Ostalgie-Karten, die es im LS insgesamt gibt. Also Ostalgie, sprich DDR, wie es ja auch der Name schon sagt, LPG Schwarze Pumpe, also in der DDR noch angesiedelt. In dem Falle hier zwar kurz vor Ende, aber jo. Deswegen ist die Karte vom Thema her, von den Feldergrößen her und von den Gebäuden, die da halt rumstehen, also alles sehr auf Ostdeutschland bezogen, auf die damalige Zeit, und dementsprechend sieht es dementsprechend auch so aus. Aber gut, kommen wir erstmal zu den Hard Facts. Wir haben 30 Felder. Die Feldergrößen sind meist groß bis sehr groß. Seht ihr halt auch, ne, typisch Osten. Klar, es gibt auch mal so ein paar kleinere. Trotz all dem ist das alles auf die Skalierung gesehen schon relativ groß. Wir haben Multifrüchte hier mit drauf verbaut, auch bis jetzt einer der wenigen Karten, die das insgesamt hat. Luzerne, Klee, Roggen, Hopfen, Dinkel, Triktikale und Hörse sind hier mit dabei, die ihr dementsprechend auch anpflanzen könnt und natürlich ernten könnt, haben die Standardfahrzeuge dann auch alles mit drin. Wenn ihr auf einfach startet, gehört euch hier schon einiges, davon mal ja abgesehen. Ihr seht Feld 10, Feld 9, der komplette Hof gehört euch natürlich, Feld 6 und Feld Nummer 3, das habe ich hier gekauft, nicht wundern. Und ja, Thema Verkaufsstellen gibt es ein paar Custom benannt hier, Bahnhof Leipzig zu Berlin. Also es gibt ja auch eine Bahnstrecke mit dazu. Es sind ja je nachdem, was ihr da auswählt, so zwischen 5 bis 7 Verkaufsstellen, je nachdem. Neben den Verkaufsstellen haben wir auch Produktion. Wir haben ein paar, wenn auch nur ganz minimal, Standardproduktion aus dem LS22, weil passt ja irgendwie auch nicht so richtig ins Setting. Der Rest ist alles noch aus den Vorgängern übernommen, also Custom in dem Falle, Custom-Produktion, teilweise auch neue mit dabei und alle im Endeffekt im DDR-Style, ne, so gehalten als LPG, VEB und so weiter und so weiter. Deswegen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten nicht hier, wir starten wieder im ganz klassischen Verfahren. Hier hinten irgendwo, genau an dieser Toilette. Da müsst ihr dann einmal rausgehen, da hat sich über die Jahre in dem Falle auch nichts verändert, ne. Muss man mögen, den Humor, ich mag ihn. Und dann sind wir hier dementsprechend auch schon wieder auf unserem Hof. Und wer die Schwarze Pumpe in den Vorgängerteilen, also ab nun im 19er, im 17er oder Co. schon mal gespielt hat, der wird sich hier sofort wieder zurechtfinden. Wir haben hier eine Hoftankstelle einmal mit dazu, wir haben hier die Unterstellmöglichkeiten, wir haben diese nervige Katze, die die ganze Zeit rummiaut und auf den Sack geht. Wir haben hier eine Werkstatt mit dabei, hier dann die ganzen Unterstelldinger mit drin. Wir haben dann hier sogar einmal den Händler, der direkt am Hof ist. Es gibt aber auch noch extern, aber ne, der hier mit dabei ist. Dann haben wir hier so ein paar Plakate, ein paar Poster mit dran. Ja, manchmal gehe ich. Problem ist Copyright-Musik hier und da, eine ganz schwierige Sache, ebenfalls für Leute, die das auf YouTube machen, achtet drauf, gegebenenfalls haut das Ding halt raus. Haut die Soundfiles halt raus, deswegen. So, dann haben wir hier so ein paar Dinger, dann haben wir hier dieses wunderschöne Gejaule auch wieder mit dazu. Im Büro selber ist der Schlafplatz, ne, Honecker, und hier könnt ihr dann pennen gehen. Das ist alles so geblieben wie vorher, da hat sich in dem Falle nichts verändert. 1988, wo das Ganze dann nur spielt, wenn ich vorher 89 gesagt habe, dann habe ich mich versprochen. So. Dann einmal hier wieder ein paar Unterstellhallen. Ne, quietscht du alles schön. Dann haben wir hier einmal das Lager für die Erdfrüchte. Dann haben wir hier einmal das Lager fürs Getreide. Auch das in dem Falle gleich geblieben, wie man es halt kennt. Weitere Unterstellmöglichkeiten. Die Katze, die hier die ganze Zeit rummiaut und weiterhin auf dem Sack geht. Ne, da hat sich in dem Falle auch nichts geändert. Jo, einmal speichern. Dann haben wir hier einmal das Gülle-Lager. Weiter hinten haben wir da noch eine Kartoffelhalle mit dazu und einen Komposter mit drinne. Das ist in dem Falle auch hier alles gleich geblieben. Hier haben wir einmal dementsprechend eine Nutzwasserentnahmestelle mit dazu.
weiter. Hier rum haben wir dann ebenso das Düngerlager, also Kalk, Saatgut in dem Falle hier mit drinne, ne? Und das normale Düngerding einfach hier auskippen. Ne, und hier noch Flüssigdünger mit dazu, könnt ihr euch dann hier oben wieder rausholen. Soweit so klar. Ich glaube, hier war allerdings mal ein Stall. Jeweils zu Zeiten, wo ich es noch gespielt hatte. War das noch im 19er oder war das im 17er? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wo das Ostalgie-Projekt klar nochmal war. Aber hier war auf jeden Fall so eine Art Riesenstall. Der ist aber weg. Das ist in dem Falle neu. Daran kann ich, weil hier, das war noch so Waschstation. Ach nee, halt, der ist hier. Wollte gerade sagen. Obwohl, das ist jetzt einfach eine Halle. Naja, also hier war mal ein Stall. Da bin ich mir relativ sicher, dass hier mal ein Stall war. Aber gut, ist ja weggekommen. Bisschen Veränderung, muss ja dementsprechend auch mal sein. Versteht sich. Hier unten haben wir ein Futterlager. Also sprich, hier könnt ihr alles reinlagern, was halt rein muss. Ihr seht hier, das ist Hackschnitzel. Hier habt ihr dann das Futterlager in dem Falle drin. Einmal für Silage, einmal für Stroh, einmal für Gras, Heu und alles. Also könnt ihr das hier reinkippen. Und wenn ihr mal mischen wollt, ne, könnt ihr dann einfach hier bam, 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 bam und habt es dann halt dementsprechend zusammengemischt. Hier haben wir einen Komposter. Der war zu meiner Zeit, wo ich es ja noch gespielt habe, auch noch nicht da. Ist jetzt aber da. Das ist eine Produktion, die ihr euch kaufen müsst, wenn ihr sie nutzen wollt. Kommen wir dann später noch dazu. Ebenso neu, jedenfalls kann ich mich bei meinen Zeiten auch nicht mehr dran entsinnen, haben wir jetzt hier so eine Art Bahnhof und einen Zug, der durchfährt. Also, war nett, ohne Frage. Das könnt ihr dann hier dementsprechend einmal mit abkippen. Ihr könnt euch hier den Zug natürlich auch mieten. Also sprich, ihr könnt dieses Ding sogar fahren. Wahnsinn. Und ja, hier mit Bahnsteig dabei. Das war in dem Sinne auch neu. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwann im 19er mit irgendeiner Version reinkam oder ob es jetzt generell in der Version neu ist. Aber das war eigentlich alles hier normaler Weg ohne Gleise. Aber schön, dass wir hier dementsprechend jetzt auch einen Zug haben. Finde ich gut, finde ich gut. Was natürlich auch altbekannt ist, sind wir dann einmal hier. Das ist dieses Riesenfeld, was gleich die Feld 6, was euch auch im einfachen Modus gleich gehört. Hier wurden die Schranken durch Tore jetzt ausgetauscht. Ne, das ist alles ein bisschen moderner in dem Fall ist, aber trotzdem immer noch diesen alten Charme in dem Falle mit hat. Dann geht es einmal hier runter, jetzt in dem Falle über die Gleisen und hier habt ihr dann halt die weiteren Felder. Und ihr seht halt schon, die Felder sind halt wirklich groß. Ne? Und ihr müsst bedenken, ihr spielt in der Regel auf so einer Karte nur mit Ostalgie-Maschinen. Ihr könnt natürlich auch mit modernen Maschinen spielen, klar, aber ne, um im Bilde zu bleiben, nimmt man dann eigentlich auch die Fortschrittmaschinen und alles, was halt so immer dazugehört, Kirovets und hast du nicht gesehen. Und das sind solche Feldergrößen schon anspruchsvoll, weil das zieht sich. Ne? Weil ihr habt keine Arbeitsbreite, ihr habt keine großartige Leistung und alles. Also das ist schon dementsprechend eine Herausforderung. So, gehen wir einmal hier oben raus. Ja, auch hier Tore, die geändert worden sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, da muss ich Tom wirklich sehr loben. Ich hatte nämlich erst die Befürchtung gehabt, diese Karte im 22er, das wird zu krass. Und jetzt siehst du krass im Sinne von zu krass anspruchsvoll oder funktionabel, sondern was die Texturunterschiede angeht, weil ja das Spiel jetzt schon sehr fortgeschritten ist im Vergleich zu dem, wo die Karte mal rauskam. Aber ihr seht schon, die Straßentexturen sind anders, als man sonst so kennt, aber auch die Gebäudetexturen insgesamt sind wirklich verbessert worden. Ne? Also wenn man sich das Ganze hier anschaut, klar, man sieht, das sind keine 3D-Fenster und alles, klar, ohne Frage. Aber die wurden richtig, richtig, richtig hart aufgepäppelt. Ne? Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Klar, man hat manchmal sowas hier, klar. Aber auch das ist noch vollkommen in Ordnung. Wenn ich überlege, wie die Texturen dieser Kaufhalle hier mal aussahen, das war ja wirklich reiner Pixelmatch. Und hier kann man das jetzt eins auch wieder erkennen. Ne? Obst, Gemüse, Wurstwaren und alles. Selbst das Vita-Cola-Logo hier. By the way, kauf Vita-Cola, ne? Schmeckt gut. Das ist wirklich nochmal sehr, sehr gut gemacht worden, ne? So war das hier eigentlich, ne? Muss man dazu sagen, ne? Und das war vielerorts so. Und da hat Tom hier wirklich sehr viele Gebäudetexturen ausgetauscht. Und das sieht richtig gut aus, ne? Muss es immer wieder erwähnen. Hier haben wir dann dementsprechend noch einmal, das ist ja das Aberwitzige, LPG Pflanze Werkstatt, so heißt das Ganze in dem Falle. Ich bin auch blöd, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Hallo, dürfte ich kurz, vielen Dank. So, sind wir einmal hier. Das ist ja einmal der Fahrzeughändler. Ne? Und ihr seht, Fahrzeughändler öffnen.
Händler, ne? Da könnt ihr hier reparieren, konfigurieren und so. Also in dem Sinne eine Werkstatt und kein aktiver Händler. Aber das ist dann hier außerhalb auch noch. Hier wird sogar ein bisschen gebaut, wie geschehen. Ne? Hier gehen dann jetzt einmal, wie gesagt, die Bahngleise lang, die da vorher nicht mit dabei war. Ja, hier, das ist eigentlich Leni. Der hat jetzt in dem Falle, weiß ich nicht, Betonkopf in dem Fall. Wir haben hier ukrainische Flaggen. Könnt ihr euch vorstellen, wieso, weshalb, warum, wozu. Ja, nimmt jetzt nicht die Atmosphäre mit raus. Ganz ehrlich, Ukraine war damals auch Sowjetunion, gehört da alles dazu. Ist in Ordnung, haben wir noch ein politisches Statement in dem Falle mit dazu. Ne, ist vollkommen EU. Sollte niemanden stören. So, da haben wir hier einmal das nächste Gelände. Und da seht ihr hier, da haben wir die Brauerei VEB-Kombinat Gera. Und da könnt ihr dann dementsprechend auch euer Bier herstellen. Zu den Produktionen kommen wir aber gleich, weil da gibt es noch eine Besonderheit. Eventuell sogar ein kleiner Fehler. Also wenn das ein Fehler ist. Hier war früher eine Mühle, Ölmühle, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Die ist jetzt hier nicht mehr, die wurde weggeruppt. Die ist jetzt an einer anderen Stelle. Schauen wir uns auch gleich noch an. Was geblieben ist, ist hier die Bäckerei. Und da haben wir jetzt hier so eine Feinbäckerei. Das ist ein Standardgebäude aus dem 22er, wie man unschwer erkennen kann. Sieht jetzt aber vom Stil her gesehen auch noch in Ordnung aus. Also das reißt jetzt nicht raus aus, ne, aus dem Bild insgesamt. Also das ist alles vollkommen in Ordnung. Hier hinten ist dann Ortsausgang und hier haben wir dann auch noch das Feld. Und das Feld ist hier ganz gut zugewachsen, muss man sagen. Also es gab immer mal wieder Bäume hier, aber immer nur so bittel. Hier haben wir jetzt eine richtige Baumlinie rangezogen, die uns so von der Straße her abtrennt. Ist ganz nett. Ne? Und dann geht das dann hier hinten nochmal weiter. Da ist nochmal Wasserentnahme und alles mit dabei. Hier ist so eine Art Staudings. Ne? Ihr habt überall so ein bisschen Frösche. Also Soundeffekte gibt es ja auch en masse, davon mal abgesehen. Also auch da alles mit dazu. Was mir übrigens auch schick ist, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, wenn ihr hier in die Ferne schaut. Wir haben einen neuen Background. Das gab es im 19er meines Erachtens nach auch noch nicht. Und das ist so dermaßen gut von der Auflösung her. Natürlich, wenn man jetzt näher rangehen würde, nicht. Aber es sieht so dermaßen gut aus, dass man wirklich denkt, krass, wie weit das eigentlich theoretisch ist. Also wenn man jetzt hier so ist, denkt man sich, wow. Ne? Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Ne, weil das Ding endet jetzt hier unten einfach, ist klar. Ne, hier ist dann auch relativ harter Cut, ne, ohne Frage. Aber das wirkt wirklich gut und bringt nochmal mehr... ja, mehr Tiefe in die Karte mit rein, sodass die halt wirklich, ne, normalerweise kennt man das ja hier so, ne, aber so habe ich es jetzt in dem Sinne auch noch nicht gesehen. Also das ist schon gut, ne, gerade wenn man hier so ist, denkt man schon so, läuft. Muss man auch mal Lob aussprechen. So, wenn wir gerade noch bei den Texturen sind, Gottes Willen, auch hier die ganzen Blockbauten und so weiter und so fort, ne, auch da nochmal texturtechnisch nachgeschärft, ist wirklich gut geworden. Deswegen so meine Angst, die ich da hatte, wenn man es Angst nennen darf, hat sich in dem Falle nicht bewahrheitet. Da hat Tom wirklich sehr viel Zeit investiert. Und das passt soweit. Kann natürlich auch sein, dass das alles schon im 19er mal gemacht worden ist, irgendwann mit irgendeiner Version. Ich kann das aber halt so noch nicht. Deswegen wirklich schön. So, wenn wir uns dann weiter hier bewegen, by the way, da unten ist, da bin ich jetzt einmal dran vorbeigefahren, hier ist jetzt die Ölmühle mit dazu, ne, wurde also von da nach dahin versetzt. Wenn wir uns einmal noch weiter nach oben bewegen, kriegen wir dann hier dementsprechend auch noch so eine BGA hier mit dazu, hoppala, so eine BGA hier mit dazu, eine Versuchs-BGA zur Verwendung. Ne, seht ihr dann hier mit dazu, das ist dann auch ein kleineres Gelände. Hier ist eine Verkaufsstelle, da könnt ihr dann eine Bierannahmestelle, ne, da wird das Bier in dem Sinne, ja, mit achtarmigen Banditen reingeorgelt, ne, und das hier ist jetzt in dem Falle aktuell noch Dekoration, kann später gegebenenfalls auch wieder Funktion bekommen, weil alles außendings ist dann auch noch nicht mit drin. Das Ganze zieht sich dann einmal ein bisschen nach oben, dann geht es hier einmal ein bisschen rüber, da haben wir so ein bisschen Feldweg, beziehungsweise jetzt hier in dem Falle auch, glaube ich, sogar neu gepflastert, weiß ich gar nicht, ob das vorher so der Fall war, oder ob das einfach nur andere Texturen waren, ne, und dann habt ihr dann hier einmal noch eine Verkaufsstelle und die ist wirklich ganz niedlich. Da gehen wir mal einmal hier hoch. Heißt die noch so, wie sie heißt? Ah, nee, schade. Jetzt hieß sie Windmühle. Ich glaube, das hier war damals so ein kleiner Point, um Früchte hier zu verkaufen. Ne, so schön auf kleinen Paletten bist du hier reingegangen, flupp, ne, hast hier deine Dinger abgekippt und hast dann hier den Wein rausbekommen. Ne? Scheint jetzt hier aktuell nur eine normale Verkaufsstelle, also sprich das hier zu sein, das ist jetzt erstmal nur rein als Dekoobjekt übrig geblieben. Vielleicht kommt es später nochmal mit rein, aber das war auf jeden Fall niedlich damals. So, dann haben wir hier oben Forstgebiet, ne? Das ist in dem Fall auch geblieben, könnt ihr hier wieder schön mit rein, dann geht das hier einmal nach unten.
Yippie, yippie, ja, yippie, jujuju. Da haben wir auch einmal hier noch die alte Schranke in dem Falle mit dazu. Und dann habt ihr hier einmal euer Forstgebiet mit drinne. Annahme an Baumstämmen, auch da nochmal alles mit skizziert. Ihr müsst das Ding natürlich vorher kaufen, ne? Versteht sich, dass das Ganze hier auch was wird. Aber ihr seht, wenn ich das Ganze jetzt hier einmal mache, habt ihr hier dann die Hackschnitzelschredderer und dann haben wir hier einmal die Forstwirtschaft Brau und dann kann ich auch einmal hier rein Holz, Bretter, Diesel, Setzlinge, Bretter, Hackschnitzel und Leerpaletten in dem Falle mit raus. Muss euch aber dann auch gehören. Aber wie gesagt, zu den Produktionen kommen wir noch gleich. Es gibt einfach viel zu viel hier. Wenn wir dann einmal hier wieder auf der Straße bleiben und nach unten machen, haben wir dann hier drüben noch Kalk und den ganzen Spaß. Da fliegen wir jetzt einmal kurzerhand hier noch mit rüber. Dann haben wir hier erstmal noch den Landeplatz, also so Agrarflughafen nennt sich das in dem Falle. Und hier noch weiter hinten seht ihr, das Ganze ist das Kalkwerk. Das ist auch noch so geblieben, wie es geblieben ist. Auch eine schöne Sache. Auch da, wo es früher in dem Falle stand, hier haben wir dann den Flugplatz mit dazu, mit drinne. Dann habt ihr hier noch weitere Verkaufspoints. Halt, dürfte ich einmal kurz hier. Dankeschön. Ne, da habt ihr hier noch Dünger, Diesel mit drinne. Ist halt auch eine Produktionsstätte, wo ihr Mineraldünger, Flüssigdünger in dem Falle mit verschiedensten Dingern herstellen könnt, sogar Herbizide mit zwei Ausführungen, also einmal mit Dings mit Gülle und einmal mit Mist zum Beispiel. Und auch hier könnt ihr Diesel herstellen. Das ist alles hier noch mit untergebracht. Dann habt ihr hier einmal die LPG-Tierproduktion Schweinemast. Die sind dann überall auf der Karte verteilt. Wir haben eine Schweinemast, wir haben eine Rindermast, wir haben Pferde und so weiter und so fort. Die sind dann alles auch noch auf der Karte mit verteilt. Hier sind wir dann auch an so einem kleinen Dorf, könnte man sagen. Ja doch, die Texturen wurden hier auf jeden Fall neu gemacht. Ich erinnere mich so da nicht dran. Ne? Aber auch hier texturtechnisch gesehen auch alles aufpoliert worden. Ne? Also das kann sich wirklich sehen lassen. Ne? Und dann geht es dann hier einmal hier oben weiter. Ne, geht es einmal hier mit rein. Aber auch hier wurde einmal massiv umgebaut. Halleluja, Halleluja. Ne? Obwohl, naja, ne, doch, ne, doch hier hinten. Ne, hier wurde auch alles ein bisschen in dem Falle mit umgebaut. Ist alles ganz nett hier. Könnt ihr euch dann dementsprechend auch noch bewegen. Ist jetzt hier LPG Tierwerkstatt. Ihr habt da noch die Tierproduktion Milchviehgehege mit dazu. Ne, also sprich, wo ihr Milchvieh in dem Falle mit hochziehen könnt. Auch ein Riesengelände mit drinne. Dann haben wir einmal hier drüben, geht es dann Richtung Zuckerfabrik und Co. Das ist alles so ein bisschen Industriestandard, nenne ich es jetzt mal. Haben wir natürlich überall hier noch auch die alte DDR-Werbung mit dazu, ne, oder Propaganda könnte man ja eher sagen. Ne, ihr seht ja so, es ist so ein Mischmasch, ne? Hier oben ist es nicht so gelungen. Das hier unten ist so gelungen, aber Tom hat ja wirklich schon scheinbar versucht, extrem viele Texturen nach oben zu ziehen. Hier haben wir dann einmal die Zuckerfabrik, die funktioniert dementsprechend auch noch genauso wie sie ist. Ne? Ihr seht das hier unten, dass das alles da noch mit drin ist. Ne? Zuckerrüben rein, Wasser rein, Zucker und Zuckerrüben Schnitzel in dem Fall raus. Das ist weiter noch geblieben. Und das Einzige, was mir jetzt auf die Schnelle eingefallen ist, beziehungsweise eingesehen ist, ist dieses Gebäude hier. Das ist nämlich ja, die Dingsproduktion, das Kleiderwerk. Also sie wurde umbenannt, ist aber halt eine Standardproduktion aus dem 22er. Aber auch da, wie gesagt, es sieht jetzt nicht verkehrt aus. Ne? Es wirkt jetzt nicht komplett fremd am Platz. Das ist alles relativ gut hier mit reingeflossen worden. Deswegen ist das auch mehr als I.O. Ne? Kann man ohne Probleme machen. So, hier haben wir noch eine Baumschule. Ne? Wasser, Kompost, Erde, Pilzner. Gibt Setzlinge raus. Falls ihr noch fragt, was wollen die zur Hölle mit Pilzner? Ja, die Leute müssen ja auch was trinken während der Arbeit. Ne? Deswegen. So, wenn wir dann einmal hier durch sind, können wir dann hier nochmal der Straße folgen. Hier geht dann einmal eine Bahngleise lang. Die Gleisanlagen waren aber schon immer, davon mal abgesehen. Da ist auch hier nochmal so ein riesen Gelände mit dazu. Das ist noch eine Tankstelle hier. Das hatte früher, wenn mich nicht alles täuscht, ohne Funktion, scheint mir jetzt hier aktuell ohne zu sein. Hier haben wir einmal den Viehhändler. Es gibt zwei auf der Karte verteilt. Der eine, der nimmt nur hier für Schafe und Co. das Ganze mit an. Und der andere hat dann, glaube ich, separat die Schweine, wenn ich es nochmal richtig in Erinnerung mit habe. Und das hier ist meines, hallo, dürfte ich, dankeschön, meines Erachtens nach noch eine Verkaufsstelle, die ihr hier mit anfahren könnt. Ja, und dann geht es hier einmal mit der Straße wieder entlang und Richtung Zentrum wieder zurück. Oder ihr biegt ab und könnt dann noch in den kompletten Süden bzw. Südosten der Karte hier mitmachen. Und da unten gibt es dann natürlich auch noch mit was. Moin, Mahlzeit. Auch hier ist dann hier dieses kleinere Dorf wieder mit dazu. Schönbrunn in dem Falle.
Und auch hier, was Gebäude und Co. angeht, auch da alles, wie gesagt, mit den Texturen sauber. Hier und da ein bisschen Werbung. Ne? Und hier unten dann Mahlzeit. Einmal Tor öffnen, teilweise auch noch wirklich die gleichen Soundeffekte, wie sie früher in dem Fall auch waren. Und hier halt dieses riesige Gelände. Speicher erstmal wieder, vielen Dank. Dieses riesige Gelände hier unten. Und das hat in dem Fall auch eine Funktion. Ihr habt jetzt noch die Pferdekoppeln, aber das ist die BGPG. Das ist im Endeffekt ein schöneres Gewächshaus, muss man sagen. Wasser, Kompost, Erde, Saatgut, Flüssigdünger, Tomaten, Häckselgut, Salat und Erdbeeren gibt es dann dementsprechend hier raus. Ne? Alles schön in groß gemacht. Das ändert sich natürlich, wenn die Produktion läuft, versteht sich. Ne? Und das ist hier unten weiterhin wieder mit dabei. Und hier haben wir dann noch von ganz früher, haben wir dann hier einmal den Komposter, der mit dazu ist. Und auch der funktioniert noch so, wie ihr es euch vorstellt. Schön, auch noch mit den Pfeilen, alles, wo hier was rein gehört. Und dann können wir einmal das Ganze hier als Komposterde mit rausnehmen. By the way, die Komposterde kann als Dünger mit verwendet werden. Das ist alles kein Problem. Und ihr habt sogar noch Unterstellmöglichkeiten, eine Halle, eine Werkstatt hier kleiner mit drin, dass ihr ja auch Fahrzeuge zwischenlagern könnt, wenn ihr zum Beispiel in dem Bereich der Karte halt spielt oder arbeitet, dass ihr nicht ewige Wege habt, die ihr halt fahren müsst. Das mit den Pferden ist meines Erachtens nach neu. Das gab es im Vorgänger, glaube ich, auch nicht. Genauso wie das Semir hier, glaube ich, neu ist. Na, aber wie gesagt, ein bisschen Veränderung schadet ja in dem Falle nie mit dazu. Jetzt kommen wir noch zu guter Letzt zum Ende wegen den Produktionen, was ich angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das ein Fehler ist. Ich gehe mal fast davon aus, auch hier haben wir noch das Café und alles, was dazugehört, das sind so Verkaufsstellen, da wollte ich jetzt aber gar nicht hin. Und zwar ist mir beim allerersten Mal beim Gucken hier so gedacht, ah, hier sind nirgendwo Punkte, muss ich erst das Gelände kaufen, deswegen habe ich das Gelände zum Beispiel hier gekauft. Da war aber immer noch nichts. Dann bin ich einfach mal geportet an den Punkte, wo das hier da steht. Und jetzt seht ihr im Menü Produktionsstätte kaufen. Diese Punkte, wo ihr die Verwaltung habt und wo ihr das kaufen könnt, die sind ausgeblendet. Nun weiß ich nicht, ob die Tom bewusst ausgeblendet hat, weil er sagt, das sieht scheiße aus, was ja okay wäre. Oder ob das ein Fehler ist. Sollte es ein Fehler sein, wird sich das relativ leicht fixen lassen. Wenn es gewollt ist, wenn ihr Produktion kaufen wollt, guckt auf die Karte, teleportiert euch hin. Und an dem Punkt, wo ihr euch hin teleportiert, da ist dann dementsprechend auch das Ding. So, hier haben wir dann zum Beispiel einmal noch den Obstbaum mit dazu. Äpfel, Birnen, Pflaumen könnt ihr hier rausholen. Mit Wasser und Komposterde wird das Ganze mit gespickt. Generell habe ich hier einfach mal die Produktion ein bisschen gekauft. Ihr seht, wie gesagt, die Dünger und Dieselproduktion hier. Dann die VEB Backwaren, das Brot und dann dementsprechend der Kuchen mit dazu. Kleiderwerk, die Spinnerei, das Zuckerwerk, die PGP mit drinne. Dann haben wir ja noch die Feinbäckerei, macht das gleich in grün, by the way. VEB Holzhandel, Bretter zu Leerpaletten. Dann haben wir das Möbelwerk, was hier Möbel herstellt aus Holz und Bretter. Die Brauerei, die nimmt das Pilzner und das Fassbier natürlich wieder mit an, macht hier Schweinedings noch mit raus. Dann haben wir das Sägewerk von der LPG, macht auch wieder Holz aus Bretter und Leerpaletten. Den Komposter, den wir hier mit drinne haben, mit dazu. Also das ist der Kleinkomposter, der am Hof ist, nicht der große, der, wo wir jetzt gerade eben waren. Forstwirtschaft Freisau ist hier noch mit drinne. Friesau, nicht Freisau, Entschuldigung. Dann hier den Hackschnitzelschredderer, die Baumschule um die Setzlinge, dann hier den großen Komposter, der unten hier der Obstbau und die Ölmühle da unten noch und so weiter und so weiter. Also es gibt hier auf jeden Fall noch eine ganze Menge, ne, Sonnenblumenraps-Dings hier, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Olivenöl mit dazu, wo ihr euch auf der Karte austoben könnt. Das ist wirklich einer mit einer der Ostalgie-Karten, wo ihr euch, wenn ihr Ostalgie-Fans seid, natürlich komplett austoben könnt. Es gibt schon ein paar Ostalgie-Mods, also so von Fortschritt, Kirovets und hast du nicht gesehen. Ist jetzt noch nicht die Masse, wird aber vielleicht im Laufe der Zeit alles wieder mal dazukommen. Könnt ihr euch ja austoben. Und das wird nicht die letzte Version gewesen sein. Tom wird hier sicherlich noch vieles machen im Laufe der Zeit. Ja, könnt ihr euch wirklich ohne Probleme austoben. Habt Spaß dabei. Und genießt das Ganze. Link zum Downloaden ist in der Videobeschreibung wie immer mit verlinkt. Bedenkt dabei, beim Downloaden müsst ihr auf Toms Seite /Toms Forum gehen. Ihr müsst euch einmal bitte registrieren, um das zu downloaden. Dafür habt ihr auf der Seite dann auch alles, was ihr braucht. Also wenn ihr Fehler habt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das im Support stellen, also in dem Forum dort stellen. Und dann helfen euch die Leute dementsprechend auch, ne? Solange es keine sinnlosen oder dummen Fragen sind. Ne? Versteht sich. Gut, wie gesagt, Download-Link inklusive Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.